So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu Freiheit durch Wahrheit, ihr lieben Seelen da draußen. Heute gehen wir einem ganz besonderen Thema nach. Und dazu starte ich mit einem Zitat aus dem Thomas-Evangelium. Da steht: Heute, wenn ihr euer Ebenbild seht, freut ihr euch. Wenn ihr aber eure Bilder seht, die vor euch geworden sind, wie viel werdet ihr ertragen? Zitat Ende. Ausgehend von der Lehre der Reinkarnation, die in fast allen Kulturen der Welt existiert, nur in der christlich-jüdischen Vorstellung 553 nach Christus abgeschafft wurde. Unsere Entscheidungen, die wir heute treffen im Alltag, sind nun mal nicht ohne karmische Hintergründe. Denn Rupert Sheldrake sagte dazu, dass es unterbewusste Prägungen sind, die das Oberbewusstsein unterbewusst beeinflussen. Die Frage wäre jetzt zu stellen, der wir heute nachgehen: Gibt es so etwas wie einen Seelenauftrag? Sprechen wir uns mit anderen Seelen vielleicht sogar ab? Oder treffen wir immer wieder die gleichen Seelen? Und vor allen Dingen, das Wichtigste überhaupt: Wie erkenne ich meinen Seelenauftrag? Und darüber spreche ich wieder heute in unserem zweiten Interview mit Monika. Monika, herzlich willkommen. Ich grüße dich. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön für die Einladung, lieber Hans-Peter. Danke sehr. Darf ich dir zuerst ein kleines Feedback geben nach unserem letzten Interview? Gerne. Ich habe allein in meinem privaten, persönlichen Umfeld sicherlich zwischen, ich will keine falsche Zahl nennen, 30, 40, 50 Leute, die bei dir mittlerweile ein Reading gemacht haben. Und es gibt nicht einen, der Negatives zu berichten hat. Es ist genau das Gegenteil der Fall, was beobachtet wurde. Und ich habe mir einige Readings auch wirklich komplett anhören dürfen. Und muss dazu sagen, es hilft den Leuten wirklich wieder zu sich, zu ihrer eigenen Seelenmitte und ihrem Seelenplan jetzt in dieser irdischen Inkarnation zu finden und ihre Mission, die sie eigentlich sich selbst gegeben haben, wieder zu erkennen und zu erfüllen. Und die Leute sind sehr tief emotional berührt. Bereits nach 3 Minuten, wenn sie schon vor dem Monitor sitzen mit dir, entsteht eine ganz besondere Energie, wird immer wieder beschrieben, die fast schon den Tränen nahe führt. Also dafür auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, liebe Monika. Damit hilfst du wirklich ganz, ganz, ganz vielen Menschen da draußen. Und da gilt mein Dank auch dir, weil wir haben ja auch schon ein bisschen zusammengearbeitet und es ist wirklich wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ja. Gut, also, das wollte ich unbedingt einfach mal loslegen. Herzlichen Dank für die Wertschätzung. Ja, es kommt von Herzen. Weißt du, ich habe mal ein Interview geführt mit dem Paul Schaffron. Der vermittelt Readings bei der Palmblatt-Bibliothek. Und der hatte mal einen schönen Spruch gebracht. Der sagte, dass mal in der Bibliothek live jemanden den Brahmanen fragte: Ja, also mit dem einen da kann ich überhaupt nichts anfangen. Wieso steht das da in meinem Palmblatt drin? Und da war die Antwort vom Brahmanen lächelnd: Naja, du hast das Palmblatt vor 6000 Jahren selbst geschrieben. Sag du es mir. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Das heißt, die Frage, wie würdest du das Thema Seelenauftrag, Seelenplan definieren für dich? Ja. Also vielen Dank noch einmal für diese wunderbare Einleitung und Intro. Das gefällt mir sehr gut, wie der Brahmane gesagt hat, vor 6000 Jahren. Also er hat gleich dann sozusagen denjenigen in die Eigenverantwortung gebracht. Und ich glaube, er hat dann damit auch gleich die Antwort geliefert. Wir sind also wahrlich der Urheber, ja, der Schöpfer von allem, was da einmal ist. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile einig. Und so wie man es auch bei mir erkennen kann, wenn wir unsere Aufträge oder jetzt unsere Seelenpläne, also den Plan der Seele, des feinstofflichen Leben, dann entsteht um uns eine Magie und eine Energie, die anderen dabei hilft, sozusagen auch in ihre Seelenpläne sozusagen mit einzutreten. Ein Seelenplan ist aus meiner Sicht oder so, wie ich es aus vielen, vielen Channelings wahrgenommen habe, das sind sozusagen Meilensteine oder Stationen, die wir im Laufe eines Lebens passieren
und mit denen wir Erfahrungen machen. Es ist sozusagen, hier gibt es Meilensteine, die sind sozusagen fix, die setzen wir uns vor der Geburt. Und dann entweder gehen wir direkt auf diese zu oder wir machen Umwege, aber irgendwann kommen wir dahin. Mhm. Und ein Seelenplan, und ich werde immer wieder danach gefragt, ist nur halb so gut, wie es dann auf irdischer Ebene umgesetzt werden kann. Weil es hilft nichts, wenn ich eine Durchsage habe und sage zu jemandem, so, du bist jetzt der größte Heiler und du sollst jetzt nach Kalkutta gehen und dort wirken. Gut, dieser Mensch ist sozusagen verankert, der hat sein Leben aufgebaut und weiß jetzt im Moment gar nicht, oh mein Gott, wie soll ich das jetzt verwirklichen? Und da ist es ganz wichtig, wir haben zwar die Gnade der Vorausschau, aber was jeder Einzelne danach macht, das ist was anderes und das ist extrem wichtig. Also nicht nur das Erkennen des Plans deiner Seele, deines Herzens, wo du dich wohlfühlst, sondern auch das Ganze dann in deinem menschlichen Bewusstsein zu verbinden. Das ist die hohe Kunst. Und ein Seelenplan ist auch nicht ein Muss. Ich merke oft den Druck der Menschen, die sagen, ich weiß meinen Seelenplan nicht und haben ja schon ein Leben auf Erden gelebt. Und da ist oft so ein Druck da und den dürfen wir hinausnehmen. Es ist ein Leitfaden durch dein Leben, den du aber in dir trägst. Und wenn es an der Zeit ist, dann wird dieser offenbart und offenbart sich dir. Und du gehst dann mit diesem Seelenplan weiter. Aber jetzt wird es interessant. Aha. Seelenplan ist in meiner Wahrnehmung nur so lange, bis sozusagen der Mensch erwacht und sozusagen nach den geistigen Gesetzen in den Schöpferplan kommt. Weil Schöpferplan heißt, dass du dann nichts mehr musst, keine Erfahrungen sammeln, sondern selbstständig aus dir heraus jeden Tag neu deine Pläne sozusagen in die Welt und die Pläne gestaltest. Also wir gehen jetzt vom Seelenplan, solange wir noch nicht zur Gänze erwacht sind und uns an unsere Herkunft erinnern, in den sogenannten Schöpferplan. Und wenn wir das einmal haben, dann können wir wirklich relativ frei, sage ich jetzt einmal, agieren. Also wenn man mal kurz festhalten, und der Schöpferplan würde ich jetzt verstehen, das ist der Auftrag für die ganze Menschheit. Zurück zum Funken des Göttlichen zu kommen, ja, und die Anbindung, ja, an die Schöpferkraft. Ja, genau. Der Seelenplan, mhm, ist etwas sehr Individuelles, Persönliches, der sich individuell, ja, gestalten kann. Aber, ja, und da gibt es ja so zwei Theorien. Die einen sagen, ist es ja alles im Leben vorherbestimmt. Und das ist zum Beispiel etwas, womit ich null in Resonanz gehe. Ich sage immer für, ja, mich, und da würde mich interessieren, wie du darüber denkst oder fühlst, ich sage für mich, wir sind der Kapitän unseres Schiffes. Ich habe mir, bevor ich inkarniere, vielleicht festgelegt, ich möchte jetzt von, was weiß ich, Amsterdam nach Kalkutta mit meinem Schiff. Welche Route, ja, ich aber nehme, welche Stürme ich umschiffe, wo ich einen Halt mache, ja, entscheide ich während dieser, ja, Reise selbst. Das heißt, ich habe immer noch das, ja, Ruder in der Hand, weil die freie Entscheidung eines jeden Menschen unantastbar ist. Und das würde sich, ja, auch mit deiner Aussage decken, zu sagen, ja, ist, du hast einen, aber du musst ihn nicht unbedingt erfüllen. Und wenn du ihn nicht jetzt erfüllst, Herrgott, dann machst du es halt das nächste Mal und holst, genau, es nach, weil du was anderes entdeckt hast. Also genau, wir haben so diesen Faktor X einfach immer mit im Spiel, weil wir sind nun mal nicht als Geistwesen inkarniert, wir sind nun mal in einer dualpolaren Welt. Also zahlst du auch einen Eintrittspreis auf die Erde als Seele. Ja. Könnte man das so sagen? Ja. Ja, das würde ich so unterstreichen. Und es sollte auch nicht eine Fixation sein, dass man sagt, ich muss meinen Seelenplan erfüllen, sondern du wirst das spüren, wenn du auf Kurs bist, das heißt mit Körper, Seele und Geist. Ja? Vergesse niemals, der Geist braucht ja das Vehikel der Seele. Das ist der individualisierte Teil der Schöpfung in meiner Wahrnehmung. Und die Seele ist aber wieder eingebettet in das Vehikel Mensch, in die Körperlichkeit. Ja? Und all diese drei Komponenten, will ich jetzt fast sagen, wenn die sozusagen miteinander schwingen, wenn du das machst, wofür du geboren bist, dir Freude macht und sozusagen Entheos, Enthusiasmus bei Gott seiend, das bedeutet dann, dann bist du ganz in deiner Mitte stehend und dann wirst du, weil du das Schiff verwendet hast, auch durch stürmische Zeiten durchgehen.
Ja, und wir sind in sehr stürmischen Zeiten, das muss man wirklich sagen. Also so ein Phänomen, wie es jetzt ist, dass es überall kracht und da aneinander, Welten aneinanderprallen, hat es ja noch nie gegeben oder in dieser Dimension, möchte ich sagen. Ja? Und das ist so wichtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja? Wie wir dorthin kommen, wir haben alle Zeit der Welt, wir haben die Ewigkeit. Ja? Aber umso schneller wir erwachen, umso schneller wird das Schöpferische, das heißt die Gesamtheit der Menschheit, ruhiger und beruhigt sich. Umso mehr sozusagen ihren eigenen Seelenplänen oder auch dann Schöpferplänen folgen, umso ruhiger wird die Menschheit. Und sozusagen umso wacher und umso friedlicher wird es werden. Ja? Aber da hat jeder seinen individuellen Zugang. Du hast da jetzt schon drei interessante Fakten mit reingebracht in die wenigen Sätze. Das war sehr spannend. Zum einen die Trinität, Körper, Geist und Seele. Und das wichtige Gesetz des Universums, das man uns vorenthalten hat über Jahrtausende, Geist über Materie. Das ist interessant. Und in der Bibel steht ja schon bei dem Testament, und da widerspreche ich nämlich, da steht drin, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das ist eine Falsch- oder Fehlübersetzung, ob absichtlich oder unabsichtlich, denn im original griechischen Text steht drin, am Anfang war der Logos. Logos. Bevor das Wort kommt, das auch eine Lüge sein kann, weil das gesprochene Wort manifestiert, haben wir den Gedanken, der der Ursprung aller Dinge ist, den Geist. Der dem Geist entspringt. Ja. Also Logos würde ich dann eher mit dem Geist identifizieren in dem Fall. Am Anfang war der Geist und der Geist war vielleicht das Wort. Ja. Und du hattest noch einen dritten Fakt reingebracht, nochmal für unsere Zuschauer, der war auch sehr spannend, und zwar das Thema unsterblich. Ja, unsere körperliche Hülle ist sterblich, weil unsere Seele bewohnt ja nur diesen Körper, nicht umgedreht. Aber die Seele an sich ist unsterblich. Und das finden wir auch in allen alten apokryphen Evangelien. Das finden wir auch von Jesus selbst, von anderen Sendboten Gottes ebenso. Und wir finden es auch in den alten gnostischen Texten immer und immer und immer wieder. Gnostizismus heißt ja auf Deutsch übersetzt Wissen. Damit ist aber nicht das Wissen um Mathematik, Geologie oder Geografie gemeint, sondern das Wissen um in uns. Und ich glaube, das ist auch der Zeitpunkt jetzt im Moment. Und wir haben ein Alleinstellungsmerkmal in der Geschichte der Menschheit. In dem Fall trifft der Spruch wirklich Carpe Diem zu, nutze den Tag, weil jetzt haben wir die Möglichkeit, wieder die alten Quellen anzuzapfen. Wir haben jetzt die Möglichkeit des Internets. Allein, dass wir miteinander sprechen können, ohne dass ich nach Österreich oder du hierher reisen musst. Wir haben Recherchenmöglichkeiten über alte Dokumente, Jahrtausende alte Dokumente, die wir heute im Internet öffentlich lesen können, wo andere vor Jahrhunderten dafür verbrannt oder gekreuzigt worden sind. Das sollten wir uns mal vor Augen führen, in welcher einzigartigen Zeit wir aktuell inkarniert sind. Und deswegen nutzen wir es doch. Es ist alles da. Ja. Es ist alles da. Darf ich da nur was? Gerne. Darf ich da nur was dazu sagen, Hans-Peter? Das ist nämlich jetzt ein springender Punkt. Das ist, wir leben ja in der Dualität. Das heißt, alles hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist natürlich diese Möglichkeit des Vernetzens, des sich Informationen abrufens, aber das genau auch das Thema. Ja? Wir haben uns oft eine Informationsflut von unserem Innersten, so wie du sagst, vom Logos oder Rudolf Steiner sagte, von der Weltenseele entfernt. Das heißt, genau durch diese Informationsflut, durch das Wort, durch die Sprache, die auch sehr stark spaltet, ja? Daher war ja am Anfang Logos und dann war das Wort, weil das Wort führt ja auch oft zu einer Trennung, zu einer Separierung. Das hat ja ein System gehabt, so wie es das auch du erwähnst, Hans-Peter. Und durch diese Informationsüberflutung, ja, ist die andere Seite der Medaille, dass wir uns von unserer eigenen inneren Stimme, und da sind wir wieder bei diesem Seelenruf, will ich es nennen, diesem Seelenruf, dem Ruf unseres Geistwesens in uns, diesen Seelenruf uns abwenden. Stell dir vor, wir fahren in einem Lift. Wie oft ist es so, dass Menschen nicht einmal drei Stockwerke mit sich sein können, ohne dass sie gleich aufs Handy schauen? Ja? Durch die Informationsflut ist es auch so, es muss immer etwas passieren. Es sind auch bei vielen Videoschnitten, Filmen, die uns gezeigt werden, es ist immer eine sehr rasche Abfolge. Das bedeutet auch jetzt in dem Video, da drossel ich auch jetzt ein bisschen meine Sprache, denn es muss schnell gehen.
Und durch das entfernen wir uns. Ja, wir haben mehr Informationen denn je. Und es ist schön, wenn wir uns wirklich anschauen, was es da alles gegeben hat in der Vergangenheit. Aber das Hier im Jetzt sein, um den Seelenruf zu spüren und den Logos, das ist essentiell. Ja? Und darum gehen wir auch immer wieder in den Raum der Leere, ja, in den Raum der Stille. Ja? Das ist das, was wir auch bei einem Channeling machen. Und das ist das, warum die Leute dann zu weinen beginnen. Es ist die Berührung mit der eigenen Essenz wieder. Es ist die Berührung mit dem Logos, von dem du gesprochen hast. Das kann ich gar nicht in Worte schildern. Und wenn ich channel, dann bin ich genau in dieser Energie drinnen. Ich bin dann genauso berührt wie meine Klienten. Nur es spricht dann durch mich weiter. Also das wäre auch einmal interessant, was passiert bei einem Channeling, bei einem Walking In. Ja? Und das sind diese Berührungen mit uns selbst, mit unserem geistigen Wesen, mit der heiligen Trinität, ist was ganz Sakrales. Und darum bin ich auch dir so dankbar, Hans-Peter, dass du auch nicht aufhörst, genau immer wieder deinen Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, Leute, hört her, es gibt noch eine andere Wahrheit, eine andere Seite. Du kannst es ja dann selber interpretieren, aber du bist ein Wahrheitsfinder, weil du folgst auch deinem Logos, deinem Ruf der Seele, genauso wie ich. Und daraus resultiert aber, dass jeder dann sozusagen mit Körper, Seele, Geist im Einklang ist, selber bewerten kann, was ist stimmig, was ist nicht stimmig. Und dadurch wird die gesamte Welt heil und ganz. Und wir sprechen jetzt auch über das ganz kurz, das ist mir wichtig, auch die heilige Corona, die letzten Jahre haben mir dazu geführt, dass das Licht immer stärker geworden ist und dass gewisse Dinge beleuchtet wurden. Was ist in dir noch im Dunkeln? Ja, was ist da noch sozusagen, ist wie der Dorn im Fleische. Und das ist eben auch möglich durch deine Bücher, durch die Channelings, dass wir wieder mit uns im allumfassenden Sein in Berührung kommen. Ja? So, einer für alle, alle so für einen. So leistet jeder von uns seinen Teil dazu, um die Komplexität wieder zu erfüllen. Weißt du, eins hat mich eben zum Lächeln gebracht, als du gesagt hast, du bist jemand, der den Finger in die Wunde legt. Der eine oder andere weiß vielleicht, welche Seelenanteile in mir stecken. Und bei dem Thema Finger in die Wunde legen, muss ich sofort wieder an Thomas denken. Das hat er aber niemals gemacht. Das ist nur ein Sinnbild genau dafür, nämlich den Stein dreimal umzudrehen im Grunde genommen. Und ich sage auch immer, die Wahrheit entzieht sich oft den Menschen durch Ungläubigkeit. Das ist tatsächlich so. Und dann hattest du noch was gesagt, das war sehr interessant. Und du hast recht, ja, wir haben eine unfassbare Informationsflut im Moment. Umso wichtiger ist es zu filtern, die Medien auszulassen, mal Telegram-Kanäle zu verlassen, diesen, entschuldige den Begriff, Angstporno nicht mehr mitzumachen, sondern wenn überhaupt in lichtvolle Kanäle zu gehen, die gute Botschaften haben oder was weiß ich, Gespräche wie unseres anzuhören, was auch immer, Dinge, die einfach gut tun und die unsere Seele wieder weiterbringen. Und vor allen Dingen, und das ist auch wichtig, da hast recht, wir sind so im Always-On-Modus, dass wir oftmals vergessen, wieder in die Stille zu gehen. Und da ist wirklich was ganz, ganz Wahres dran, um wieder Erdung zu bekommen, um die Anbindung nach unten zu bekommen, die die Spiritualität braucht. Und wogegen Esoterik oft nach oben gerichtet ist. Und in der Spiritualität ist die Verwurzelung halt was ganz Essentielles. Die bekommen wir aber nur, wenn wir mal barfuß über den Rasen laufen und in die Stille gehen. Ich glaube, das sind so kleine Dinge oder mal ein Pranayama machen, eine Atemtherapie, was weiß ich. Ich glaube, diese Auszeiten für uns, gerade in dieser ständigen Informationsflut der Dinge, sind tatsächlich auch schon vielleicht ein wichtiger Faktor, auch wieder mal ein bisschen zu sich selbst zu finden. Weil ich glaube auch, dass die meisten Menschen im Moment noch nicht wohlgemerkt in der Lage sind, sich mal 2 Wochen im Wald in einer einsamen Hütte einschließen zu lassen und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist ein schwieriges Thema. Aber da kommen wir sicherlich wieder hin. Und da ist es noch mal ganz kurz, du sagtest, der Seelenauftrag muss nicht unbedingt verfolgt werden. Er kann auch verschoben werden, je nachdem, wie sich die Dinge hier auf Erden entwickeln. Aber, und das ist auch interessant, ich habe gerade die Woche noch ein sehr schönes Gespräch geführt mit jemandem und da habe ich die Aussage getroffen und die war interessant, die kam so aus mir raus. Wenn wir uns heute Menschen anschauen, und es gibt enorm viele Menschen, die einen Psychiater regelmäßig oder Psychologen aufsuchen,
die das Gefühl haben, nicht mehr in diese Welt zu passen, die das Gefühl ja. haben, nicht mehr bei sich zu sein. Schwere Depressionen, bipolare Störungen, ja. manische Depressionen und all diese ja. Krankheitsbilder, oder ich nenne es Störungen und nicht Krankheitsbilder, verfolgen, dann ist in meinen Augen, ohne das jetzt böse zu meinen, ein Psychologe oder ein Psychiater, der im System gelernt hat, nicht die richtige Lösung, weil er führt einen wieder und gliedert einen in das System ein. Aber das ja. System ist ja genau das, das es verursacht hat. Also ja. Verschieben wir das Problem nur und die nächste Problematik kommt bald wieder. Und deswegen finde ich zum Beispiel es interessant, auch mal so ein Palmblatt lesen zu lassen für jeden oder auch mal ja. mit dir ein Channeling zu machen, um ein bisschen mehr über sich selbst zu erfahren, weil wir haben nun mal oft eine blinde Maske vor unseren Augen oder einen dicken Holzbalken und wir wollen oftmals nicht in den Spiegel sehen und betrachten unser Ich nicht so gerne selbst. Und es werden dadurch aber Dinge losgetreten und Botschaften vermittelt, in denen wir wieder lernen dürfen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, dass so eine Sitzung oftmals heilsamer sein kann als 100 ja. Psychiater und Psychologenstunden. Das ist meine persönliche Ansicht. Absolut. Bin ich natürlich auch bei dir. Es darf aber auch sein, sowohl als auch. Ja. Weil wir wissen nicht, manchmal hat sich eine Seele erwählt, auch einen Klinikaufenthalt oder auch einen Psychiater, der vielleicht eine Erkenntnis mit dem Klienten, mit dem Patienten herausarbeitet und dann auf einmal kann dieser Patient wieder weitergehen. Also ich ja. merke immer, viele, die ja bei mir schon landen, sind ja sozusagen schon durch das Tal der Tränen gegangen. Ja? Per Asperat Astra, durch die Dornen zu den Sternen. Und das, was ich aber auch feststelle, die Menschheit ist immer mehr, wie soll ich sagen, aufgeklärt. Das bedeutet, immer mehr wissen sie schon, da gibt es etwas, das heißt Seele und ich kann mich damit vielleicht sogar auseinandersetzen. Ich komme da in Berührung. Das sind jetzt schon. Was faszinierend ist, eines darf es auch bewusst. Wir haben zwei Möglichkeiten, unsere zurückgehen. Das eine ist zum Beispiel, ein Schicksalsschlag. Ja? Schicksal heißt ja übersetzt aus Lateinisch Salus, Wohlergehen. Wir werden also wieder geschickt in die Heilung. Schicksal, Salus. Wir werden in Salus geschickt. Das Genau. In die Heilung geschickt, das Schicksal. Das ist eine sehr schöne Definition. Siehst du, ich arbeite gern auch mit so Wortspielen, das kannte ich noch gar nicht. Ja, das ist ja, wirklich sehr, sehr schön. Lateinisch ist das Heil, das Wohlergehen. Und durch einen Schicksalsschlag, das wir wiederum selbst verursachen, werden wir in das Schicksal geschickt. Und was sehr spannend ist, wir suchen uns da sogar bis zu einem gewissen Grad unsere Seelenfamilie aus. Das heißt, wir haben immer stete Begleiter, mit denen wir inkarnieren, die uns sozusagen auch dabei behilflich sind, uns in dieses Schicksal hineinzuführen, aber gleichzeitig auch hinauszuführen. Oh. Und das ist, um deine Frage vom Anfang aufzudecken, ja, Lingelingeling, ganz, ganz wichtig. Ja? Genau. Also wir sind nicht allein auf weiter Flur, sondern wir haben da sehr wohl Absprachen und es geht darum, mit diesen sozusagen jetzt auch in einem Feld stehenden Menschen ein Schicksal zu erfahren, es zu formen, aber es in die Heilung zu verwandeln. Und das ist auch ein anderes Wort für diesen Seelenplan. Auch wenn wir sagen, unser Seelenpartner, das ist wunderschön, heißt aber auch hier kann das Schicksal wieder an uns herangetragen werden. Wir dürfen wieder etwas erkennen und in die Heilung bringen. Und rund um uns eine Art Seelenfamilie, die immer wieder mit uns inkarnieren und uns dabei unterstützen. Das ja, wäre, so habe ich es erfahren in meiner Wahrheit oder in meinem Denken. Das wäre der nächste Punkt gewesen, den ich mit dir besprechen wollte. Sehr, sehr gut. Gut übergeleitet. Die Erfahrung, die ich auch gemacht habe nach den vielen Erfahrungen der letzten Jahre, dass wir wohl hunderte oder tausendmal immer wieder oft mit den gleichen Seelen
an unserer Seite inkarnieren. Mal als Mutter, Vater, Schwester, ja. Bruder, als Kampfgefährte, ja. oder Gebetsgefährte, ja. als was auch immer. Ja. Und das ist unfassbar. Und oft begegnen uns Menschen einfach nur, vielleicht für kurze Zeit, um etwas in die Heilung zu bringen. Und zwar nur für einen Moment. Ja. Ich weiß noch, ich gebe dir mal ein Beispiel, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Wir hatten vor wenigen Wochen, eine gemeinsame Inkarnation von meiner Frau und mir wieder auf dem Plan. Und wir wussten, wir hatten dort zwei Kinder, das waren Zwillinge. Und bei einem haben wir uns gefragt, wer ist es denn? Weil den einen kannten wir in der jetzigen Inkarnation. Ja. Wer ist denn der andere? Ja. Und wir hatten die Frage einfach mal ins Feld gegeben, in den Raum, ins Universum. Ja. Und tatsächlich, 3 Tage später, sitzen wir im Café und da sitzt sich jemand zu uns, den wir kennen, und erzählt uns von einem Traum, den diese Person letzte Nacht hatte. Und meine Augen wurden so groß, weil ich wusste genau, was gerade passiert. Und die Augen von meiner Frau wurden groß. Und ich wusste, das ist sie. Das ist die Person. Und dann habe ich das ausgesprochen. Und dann sind die Tränen geschossen bei dieser Person. Eine halbe Stunde lang saßen wir dort, alle 3, Tränen überströmt, und haben gemerkt, hier ist gerade etwas aufgelöst worden. Hier ist Heilung geschehen. Wir sind uns wieder begegnet, um Heilung, Heilung zu bringen und zu sehen, im jetzigen Leben geht ihr es gut. Das war ein unfassbares emotionales Erlebnis, das wir da hatten. Und das ist nicht das erste. Und ich glaube, wir kommen jetzt auch in die Zeit, das ist das, was ich auch beobachte, gerade hier in Südamerika, in der immer mehr Menschen anfangen, eine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass sie ein Gespür bekommen, ob Schauer, Gänsehaut, Tränen, was auch immer für Reaktionen, ein Gespür dafür bekommen, weil die kosmischen Energien immer mehr angehoben werden und die uns unterstützen im Moment, sodass das wieder möglich wird, auch bei demjenigen, der sich vorher selbst als völlig unspirituell betrachtet hat. Er hat auf einmal Erfahrungen, die er macht und Ereignisse und denkt, was ist denn mit mir los? Und ich glaube, das ist der Anfang von etwas, was sich in den nächsten Jahren exponentiell entwickeln wird und zu etwas führen wird, von dem Jesus in einem Gespräch zu mir, meiner Frau, gesagt hat, ihr werdet noch Wunder erleben, die könnt ihr euch jetzt noch nicht vorstellen. Das stimmt sehr wohl. Und selbst wenn wir hier sprechen, werden ja schon wieder Energien erzeugt. Und wenn du das Herz offen hast oder du kommst mit jemandem zusammen, jetzt auch bei uns beiden, Hans-Peter, ja, wir kennen uns sicher schon aus einem anderen Leben, ja, aus einer anderen Inkarnation, in Fleischwerdung. Und allein, wenn einer zuhört, der andere spricht, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das sind, was für eine Energie im Raum ist. Ja? Und wenn das eine positive Herzensenergie ist, egal ob du damit schon in Berührung gekommen bist, auf spirituellen Wege oder einfach nur Schönes erlebt hast, das ist so heilsam. Es ist so heilsam und die Wahrheit ist auch heilsam. Ja, es ist oft eine Erleichterung. Wir werden zerdrückt von so vielen. Schalalalala, schalalalala. Ich habe da gute Stimmung gemacht. Sehr schön, ich habe es gehört, ja. Und das ist das Spannende. Wir werden ja schon auch unsere eigenen Unwahrheiten, die wir uns selber erzählen. Ich bin nicht gut genug, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht. Das drückt es jetzt alles nach oben und will sich erlösen. Und auch durch die Begegnung von Seelen, die sich einander schon gekannt haben, auch in Partnerschaften, ja. Es kommen Partnerschaften auf uns zu. Also das heißt, das männlich-weibliche wird in dem Heiligen Gral wieder zusammengeführt und so entsteht auch wieder ganzheitlich Heilung im Kollektiv der Männer und der Frauen. Und allein durch diese Zusammenführung, genauso wie du es zeigst, entsteht allumfassend, wir nennen das in der Psychologie auch den Shift, wenn endlich etwas erlöst ist, dann macht der Mensch Folgendes. Er atmet ein, atmet aus und weiß, es ist getan und die Verbindung zum Göttlichen steht. Ja? Ja. Und das ist so wunderbar. Und das Einzige, was ich glaube, was ganz wichtig ist, bleib offen. Halte dein inneres Gleichgewicht, so gut es geht. Löse dich von den alten Traumata. Ja? Die kommen sowieso auf dich zu.
aus deiner Jetztzeit, vielleicht auch aus anderen Leben, und halte die Stellung in der Mitte deines Seins, in der heiligen Trinität. Ja? Wir haben viele Trinitäten, aber Körper, Seele, Geist ist das, was wir jetzt am wichtigsten jetzt haben, im Hier und Jetzt. Und du hast vollkommen recht, die Wunder, die werden jetzt immer mehr und mehr zurückkehren, weil die Schwingungen sich heben, wir heben uns. Und wenn du einen geklärten Geist hast, wenn du ein offenes Herz hast, passieren da Wunder, das ist unglaublich. Und ich kann nur sagen, reisen wir doch mit leichtem Gepäck. Lass alles zurück, was da war. Wir müssen nicht immer wissen, woher wir kommen, aber wir sollten verstehen, wohin wir gehen und dazu auch stehen. Ja? Und wir sind multidimensionale Wesen. Und das ist eine wundervolle Zeit, das zu erfahren. Ja? Es ist einfach großartig. Aber leicht ist es auch nicht immer. Leicht ist es auch nicht immer. Ja? Aber es wird besser und besser. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und vielleicht sollten wir nochmal einen Punkt erwähnen. Die Mayas zum Beispiel sagen ja auch in ihren alten heiligen Büchern, den Chilam Balam, dass jetzt in der Zeit des neuen Bewusstseins, der Bewusstseinsanhebung, die Menschen auch wieder ihre Ängste ablegen und sich ihrer Stellung im Universum wieder bewusst Menschen werden. Sie werden wieder erkennen, dass sie Teil eines einzigen großen Organismus sind. Das haben schon die Mayas gesagt. Und weißt du, ich denke, dass auch hier man vielleicht berücksichtigen soll, wenn wir davon sprechen, dass immer wieder die gleichen Seelen uns begleiten, dann sollten wir vielleicht auch mal darüber sprechen, dass unter Umständen auch die finstere Seite, nennen wir es mal einfach so, auch uns immer wieder begleitet, und zwar auch die gleichen Seelen, Gefährten wie auch Gegenspieler, wir sie aber nicht als solche betrachten mehr dürfen. Warum? Weil sie können ja mal als deine Vater, deine Mutter oder deine Tochter inkarnieren. Das Feindbild gibt es nicht mehr. Es geht immer um Transformation. Und wenn mir jetzt auch jemand Externes begegnet, der etwas in mir massiv auslöst, was mich triggert, kann es durchaus sein, dass es natürlich auch wieder ein Wiedersehen ist, letztlich mit der Aufgabe, das jetzt aufzulösen, das jetzt wieder ins Licht zu bringen. Dass wir uns dessen bewusst sind, dass es auch eine Aufgabe ist und dass es dazugehört. Oder wie, ich drücke es mal so aus, wie es die Göttin Isais in der Sayaha-Offenbarung gesagt hat, alles hat einstmals begonnen im Licht, durchwandert oft die Dunkelheit und kehrt aber am Ende immer wieder zum Licht zurück. Ja, genau. Ja. Dem kann ich mich ganz genauso anschließen. Das sehe ich genauso. Natürlich, wir dürfen hier sehr achtsam sein, denn es gibt wirklich sehr, sehr starke irdische Erfahrungen. Ja? Da geht es also wirklich nach dem Motto Leben und Leben lassen. Es gibt also Erfahrungen, Mord, Totschlag und noch vieles andere mehr. Also wirklich in eine ganz tiefe Schwingung hineingeben. Aber es ist wahr, am Ende des Tages gilt dann wirklich auch, verschiedensten Rollen gewesen sind, dass wir alles schon durchwandert haben und dass sich diese Seele, die sozusagen Täter, Opfer ist, dass mit großer Wahrscheinlichkeit wir uns in diesem Leben begegnen, um uns beide sozusagen in die Lösung, in die Heilung zu bringen. Ja. Aber es ist natürlich nicht einfach, wenn also da ein Mensch Schaden nimmt, wenn auch schwere Krankheiten sind, wenn ein Unfall passiert, wo zwei Personen beteiligt sind, zwei Seelen. Das ist nicht leicht, aber ich bin da ganz bei dir. Ja? Es ist zu tun und es ist so lange zu wenden, es ist so lange sozusagen Vergebung zu gehen. Das heißt ja nicht, dass ich halbherzig sage, okay, ich vergebe dir, sondern den Frieden hineinzugeben, bis es endlich in dir wieder still wird. Ja? Deine Kindheit ist vorbei. Und Viktor Frankl hat immer gesagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Du kannst immer zurückgehen und da natürlich auch etwas sozusagen in die Heilung rückwirkend bringen. Ja? Weil vergangen ist vergangen. Die Tür ist zu. Wir machen sie nur immer wieder auf, schauen hinein. Ja? Immer wieder gehen wir in diese Energie hinein. Aber dann können wir, wenn wir das tun, die Energie auch verändern. Und das sind eben die Prozesse. Und eins möchte ich auch sagen, das habe ich auch beobachtet, die Prozesse werden leichter.
Also speziell bis über das Jahr 2030, 2040, die Prozesse, diese Wellen flachen ab. Du bist nicht mehr sozusagen, dass die Welle über dir ist, sondern du bist sozusagen mit der Welle, schwimmst du und surfst du. Du gehst aber nicht mehr unter. Ja? Und das ist vielleicht auch ein Trost für viele. Das heißt, wir haben auch jetzt die Zeit, so viele Leben in einem Leben in eine Ordnung zu bringen. Da bin ich fest davon überzeugt. Darum ist es auch sehr anspruchsvoll. Aber im Laufe der Jahre, im Einklang mit dem Plan deiner Seele, aber auch mit deiner menschlichen Dasein, wird es leichter und leichter. Und die Wogen, die Ausschläge des Pendels, des Dramas, die werden immer weniger. Es wird immer ruhiger. Und es geht jetzt nicht immer darum, manisch zu sein. Mir geht's so gut oder mir geht's so schlecht. Lerne, wenn es für dich stimmig ist, in der Mitte zu sein, in deinem Pendel zu sein. Ja, das ist so wichtig. Und ich habe alles durchlebt. Also ich bin eine Dramatikerin gewesen, eine Hysterikerin. Also ich habe auch auf eigener eine Diva gewesen, man sieht es mir ein bisschen an, schaue immer noch dosierisch aus, aber das ist meine Ausdrucksform. Und mit den Jahren, viele sagen, naja, ich bin älter geworden. Das hat mit dem Altern gar nicht so viel zu tun, sondern du wirst ruhiger, du wirst weiser und du lernst auch immer mehr und mehr, das Leben trainiert uns, auch damit anders umzugehen und nachzufragen und nachzuschauen, was ist da wirklich passiert, ja? Der mir da mit seinem Auto hineingefahren ist. Was ist das? Dein Auto spiegelt dich. Ja, Auto ist das selbst. Also wenn dein Auto einen Schaden hat, schaue an. Wenn vorne dir jemand hineingefahren ist, hat es was mit deiner Zukunft zu tun. Hast du hinten einen Aufbauunfall? Was war denn in der Vergangenheit? Ja? Sind die Scheinwerfer kaputt? Wo legst du noch nicht so ganz den Fokus drauf? Ja? Sind die Bremsen defekt? Wie schnell bist du durchs Leben gefahren? Und wenn du durch eine Radarfalle fährst und es macht Blitz, ja, was hast du in dem Moment gedacht? Wo warst du zu schnell oder wo kam der Gedankenblitz? Also alles im Außen dient dazu, unsere wahre Identität, diesen Logos zu erforschen. Und noch einmal, die Worte, die können es nur im Ansatz umschreiben, die können vereinen, verbinden, aber auch spalten. Das ist die Macht der Sprache, die Macht der Rhetorik. Aber wenn wir zurückkehren und hineinspüren, und das ist das, was ich tagtäglich mache, und ich höre auch nicht damit auf, bis nicht die letzte Seele auch die Möglichkeit hat, sich selbst zu erfahren, sich selbst wieder zu spüren. Und das ist der Plan. Der Plan ist, glaube ich, nicht die Vernichtung des Ganzen, sondern jetzt erheben wir uns wie der Lotus, der aus dem Schlamme aufsteigt. Und man sagt ja auch sehr, sehr schön im Zen-Buddhismus, es geht um das Schälen der Zwiebel. Das heißt, das Menschliche, der Verstand, das in das Ego, das heißt, wenn der Verstand in Bedrängnis gerät, das darf geschält werden. Und wenn das aber getan ist, dann kommt das Innere zum Vorschein und dann bist du rein und klar und du hast sehr viel Macht, du hast sehr viel Power. Ja? Das ist wahr. Und da gibt es starke Helfer an unserer Seite, wie die Jesus. Ja, da gibt es starke, mächtige Begleiter, die diesen Prozess schon im Vorfeld erkannt haben, den Samen legen und dann sozusagen in anderer Form immer wieder inkarnieren. Also es gibt auch diese Helfer- und Heilerseelen, die immer wieder inkarnieren. Es gibt auch genügend falsche Propheten und Pharisäer. Das ist wie auf einem Marktplatz in Marrakesch, da tue ich alles. Ja, aber wenn wir an unsere Ausrichtung passt und wir geraten an die rechten Weisen, die Weisheiten, ja, dann ist es wirklich wesentlich einfacher. Und unsere Seelenfamilien helfen uns dabei. Ja, ja. Du hattest eben auch sowas gesagt von so einer Art kumulierten inkarnatorischen Aufarbeitung. Ich übersetze es mal so. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, das war sehr interessant, und das Gefühl habe ich passiert jetzt wieder, dass Zarathustra, es gab ja 7 Stück, und der 7. war die seelische Essenz aus den 6 vorher. Er hat also die Erfahrungen aller 6 in der 7. in sich vereint. Und ich habe im Moment auch bei mir das Gefühl, und andere sprechen auch davon, dass wir gerade jetzt im Begriff sind, viele, viele unserer Vorleben und Inkarnationen und Erfahrungen
jetzt kumuliert abzuarbeiten und zu vereinen und zusammenzuführen. Ja. Das Gefühl habe ich. Ja, das heißt ja nicht über sonst. Über 7 Brücken sollst du gehen. Ja? Ja. Und die 7. ist es dann. Das heißt, eine Katze hat 7 Leben. Ja? Ja. Die 7 ist sowieso von der Numerologie her die Aufstiegszahl. Ja? Ja. Das ist überhaupt der heilige Gral aus der 6. Das haben wir letztes Mal besprochen, erinnere dich. 6 ist der heilige Alchemist. Ja? Nicht 666, ja? Ja. Sondern dreh die 6 um, sie wird zu 9 zur Vollendung. Genau. Das heißt, wenn wir den Scheideweg gegangen sind, ja, dann kommt die Auferstehung. Dann kommt das heißt, wir müssen das Kreuz jetzt endlich ablegen, wenn ich es biblisch oder christlich jetzt formulieren darf, um dann in diese Heilung, in dieses vollkommenes Wohlergehen einzutreten, ganz genau. Ja? Und ich glaube, diese Zeiten des Schuftens oder die Zeiten der Bedrängnis, ja, das merkt man an den Menschen, also jetzt geht alles auf. Es dauert noch, das muss man auch sagen, und es kann auch jeder nur in seinem Tempo seinen Weg gehen. Ja? Es ist auch mir wichtig, weil das habe ich auch schon erlebt, so manche Partnerin oder Partner macht ein Channeling und möchte dann auch dem Partner Gutes zuteil werden lassen. Wenn der aber in seinem Seelenplan noch nicht sozusagen an der Reihe ist, ja, dann macht sein System zu. Ja. Das heißt, auch in Partnerschaften ist die hohe Kunst, wir entwickeln uns nicht immer synchron, sondern einmal hat der eine einen Entwicklungsschub, dann wieder der andere. Und die hohe Kunst ist sozusagen, beide so zu lassen, wie sie sind, und auch gemeinsam den Weg zu gehen. Ja? Denn es ist oft so, wenn Frauen von Seminaren kommen, der Mann sitzt zu Hause, Schatz, was hast du erlebt? Du warst beim Seminar. Und dann ist es aber so, der Mann hat dann zum Beispiel die Chance, er kann sich auch hochschwingen auf die neu gemachte Erfahrung der Frau oder umgekehrt. Das heißt, es ist, wenn ein Partner sozusagen im Erwachungsprozess ist, dann kann es sein, dass eben der andere nachfolgt oder auch nicht. Ja? Und das ist die hohe Kunst, manches auch sein zu lassen, ja, loszulassen, auszuhalten. Ja? Aber zu verstehen, dass es für dich immer einen Weg gibt, eine Möglichkeit. Ja? Und du bist nicht allein, du bist all eins mit allem verbunden. Ja? Jetzt habe ich noch so 2 Sachen, die mich noch interessieren, wo ich nochmal gerne mit dir drüber sprechen würde, Monika. Das eine ist, ich habe vor kurzem ein Kinderbuch gelesen. Der Autor ist völlig irrelevant. Und da waren Botschaften drin, mit denen ich nicht in Resonanz gehen konnte. Mich hat das tatsächlich mehr als 48 Stunden beschäftigt, Tag und Nacht. Und mich hat es geschüttelt. Dort war die Rede davon, und da würde ich gerne ganz kurz drüber sprechen, oder ich frage dich mal andersrum. Ganz klar, ganz, ganz einfache Sache, die mit Ja und Nein zu beantworten ist. Ist im Äther, im fünften Element, im Licht um uns herum, ist dort die Liebe dabei? Ja. Okay. Ist dort Vergebung dabei? Ist... Ist dort das Wohlwollen meines Nächsten gegenüber dabei? Mhm. Weißt du, und für mich ist das selbstverständlich, dass in dem Licht, das uns umgibt, in der Liebe, in der göttlichen Schöpferkraft, all die Dinge integriert sind. Wir müssen sie nur zulassen. Jetzt lese ich dort Botschaften, wie zum Beispiel, damit ich Vergebung erfahren kann, muss mir zuerst was ganz, ganz, ganz Schlimmes angetan werden. Folter, Vierteilen, Mord, Kreuzigung, Töten, Missbrauch, damit ich Vergebung lernen kann. Das ist für mich eine, entschuldige den Begriff, leicht satanisch angesetzte Agenda oder einem falschen Gott folgend. Warum? Ja. Weil Vergebung bedarf nicht der Erfahrung des Leides und des Schmerzes vorneweg. Das wäre genauso, als wenn ich sagen würde, wir brauchen jetzt den Krieg, um den Frieden zu bringen. Das ist die falsche Polarität. Für mich ist der Frieden etwas, das im Feld verankert ist. Sie bedarf nicht des negativen Gegenteils. Das ist nur menschlich. Ja. Das ist menschlich gemacht durch das Ego. Hat mit dem Schöpferischen, mit den Engeln, mit der Seele aber nichts zu tun. So sehe ich das. Ja, ja. Spannender Punkt. Ich denke, diese Verallgemeinerungen, also das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Dass wir uns einig sind,
dass so manches Mal der Erwachungsprozess durch das Schicksal, das wir verursachen, durch das Leiden, durch eine Krankheit oder etwas anderes angeschubst wird, damit wir wieder uns an die Liebe erinnern. Keine Frage. Das fünfte Element der Keine Frage. Ist ja die allumfassende Liebe, die bedingungslose Liebe. Weil ja. auch die fünfte Dimension heißt ja im Grunde, ich habe den Prozess verstanden. Das heißt, in jedem Leben drücke ich mich aus. Das heißt, ich expressiere mich, mache eine Expression, ich dehne mich aus, experimentiere, dann habe ich vielleicht etwas, was mich schmerzt, das erkenne ich, heile ich, vergebe ich, integriere ich und dann geht es wieder in die Transzendenz. Genau. Wenn wir diese Schleifen, denen wir in der dritten und vierten Dimension folgen, wenn wir das einmal überblickt haben, aus mit den Augen der Liebe, weil für mich ist der Äther eigentlich schon die Liebe, die allumfassende, bedingungslose Liebe. Man könnte sagen, das ist dann schon die Quelle, die Schöpfung Gott, wie immer du es bezeichnen mögest. Und das heißt, um dorthin zu kommen, kann es sein, ist aber nicht verpflichtend. Ich wünsche mir, dass es nicht mehr verpflichtend ist, dieses stetige Leiden und diese Todesängste, Existenzängste und Krankheiten, da gebe ich dir recht. Und das endet aber jetzt erst, Hans-Peter. Ich glaube, in der alten Welt, ja, auch wo wir noch die Luzifer-Energie und satanische Energie hatten, war es noch gang und gäbe. Nur so, nur durch die Kreuzigung, nur durch das Karma, nur durch das Leid. Aber das wird in meiner Ansicht nach jetzt aufgelöst und es geht jetzt durch diese allumfassende Berührung, indem wir einen Menschen sehen, so wie es das du geschildert hast, ja, wo wir sagen, das berührt mich jetzt, da kommt die Liebe ins Spiel. Und ja. was in Liebe getan, ist gut getan. Und genau dadurch das ist, entsteht Heilung. Genau aber das ist der Punkt. Ja. Es muss nicht fakultativ sein, du musst erst leiden, sonst genau. bist du keine Seele. Du darfst in die Liebe dich daran erinnern und zurücktreten, dann endet das Leid. Und das wäre ein schöneres Kinderbuch meiner Meinung, wenn wir da die fünf Elemente erklären und dass das fünfte Element, wie wir es auch aus vielen Spielfilmen kennen, aus Hollywood, das ist die Liebe, das fehlende Element, das niemals fehlt, aber wir haben es manches Mal vergessen. Und da sind wir wieder beim Logos. Ja? Da gibt's ja den Erinnere Film, mich daran, spüre die Liebe und dann hört das Leiden. Genau, da gibt es ja auch den Film, das fünfte Element und am Ende ja. konnte auch dieses Gerät nur aktiviert werden über die Liebe. Genau. Das ist spannend, genau. dass du das sagst, weil ich habe gerade jetzt ein Buch in Vorbereitung, das ich auf den Markt bringen will, die nächsten Monate. Und zwar habe ich mir überlegt, ein Kinderbuch zu schreiben über Kurzgeschichten, Schön. Bei denen sich Schön. Zwei Kinder mit Jesus unterhalten in ihren Träumen nachts. Ups. Im Hintergrund, das ist ein Bild aus dem Buch zum Beispiel. Das da wieder den Kindern das näher zu bringen, auch schon in frühen Jahren, finde ich auch ganz wichtig. Weißt du? Vor allem, sie haben noch die Erinnerung. Verzeih, ja. dass ich dich unterbreche. Die sind noch in der bedingungslosen genau. Liebe. Das, die haben noch, die sind der Liebe, der wahren Essenz. Die sind nicht dem Wort näher. Ja? Die sind der Liebe näher. Ja? Und sie sind im Glauben. Sie sind im absoluten ja. Gottvertrauen und im Glauben. Ja. ja. Deswegen ja. dachte ich mir da, vielleicht nochmal ein kleines Kinderbuch mal zu machen in naher Zukunft. Das war mir einfach so eine Herzensangelegenheit nach dem Erlebnis. Und es wäre genauso, als wenn ich jetzt sagen würde, was weiß ich, ein Apostel von Jesus oder ein Sendbote Gottes, ja. der sein Leben lang sich dem Licht und der Liebe verschreibt und dem Wohlwollen und der Nächstenliebe anderer gegenüber, der am Ende doch gekreuzigt, geköpft, gevierteilt oder durch ja. das Schwert starb. Er hat es sich ja so ausgesucht, seine Seele wollte das, jo. Er musste das Leid erfahren. Das halte ich für Unsinn. Eine Seele, ja. die sich nur dem Licht und der Liebe verschreibt, entscheidet sich nicht durch eine Köpfung zu sterben. Weil der Märtyrertod hat noch keinem was gebracht auf diesem Planeten. Im Gegenteil, das muss auch wieder aufgearbeitet werden. Und ja. das ist genauso, als wenn ich... und dann war die Botschaft auch noch in diesem Buch, dass gesagt wurde, ja, und der es verursacht hat, der Täter... Der hat es in Liebe getan, weil er dich liebt. Und da hat es mich ja vollkommen geschüttelt, weißt du? Und, ja. und da muss ich jetzt sagen, es gibt zwei Wege, das ist meine Erkenntnis, zwei Wege zu transformieren. Ich habe Leid erfahren, okay.
ob im jetzigen oder im letzten Leben. Ob das ein Missbrauch war, seelisch, körperlich oder ob das sonst irgendwas spielt jetzt mal keine Rolle. Ein schwerer Schmerz. Ja. Nehmen wir mal an, ich weiß, dass ich im letzten Leben jemanden getötet habe. Totschlag als Beispiel. So, jetzt hat man zwei Möglichkeiten, das, wenn die Reue und die Buße dazukommt, zu transformieren. Im jetzigen oder in den nächsten Leben. Und es gibt für mich diese nur zwei Wege. Nämlich der eine Weg ist, der zu entscheiden, selbst dieses Leid zu erfahren. Herrgott, ich habe jemanden erschossen, jetzt lasse ich mich mal erschießen. Mhm. Das ist aber für mich die falsche Lösung, weil sie führt auch wieder in ein Leid. Und damit auch, muss man wieder von vorne anfangen und muss wieder transformieren. Ja. Es führt nur dazu, durch die Liebe. Ja. Das heißt, nehmen wir mal an, er hat ihn nicht erschlagen. Nehmen wir es noch einfacher. Er hat ihn in den Rollstuhl gebracht, durch die Schlägerei. So, jetzt könnte er beschließen, selbst im Rollstuhl zu landen, aber es bringt keinem was. Auch ihm nicht. Das wird er irgendwann erfahren. Sondern ihm würde es vielleicht was bringen, wenn er im nächsten Leben einfach in einem Heim für Behinderte arbeitet und den Behinderten hilft, wieder in das Leben zurückzukommen. Dann hat er in dem Fall wieder praktisch etwas gut gemacht, mit Liebe, Wohlwollen und Nächstenliebe. Und ich glaube, so kann transformiert werden. Nur so, nur über diese Herzöffnung. Alles andere, wenn ich selbst im Leid bleibe, erfordert noch mehr Inkarnationen und noch mehr Erkenntnis, damit ich irgendwann schnalle, nee, es ist doch nicht die Lösung, dass ich auch im Rollstuhl lande. Es ist die Lösung, wirklich dann auch was Gutes zu tun für andere, in die Liebe zu gehen. Und ich glaube, das ist auch ein Erfahrungsschritt, den mancher machen muss, selbst nochmal ins Leid so extrem durchleben, damit das Pendel wieder hochgeht. Das kann ich mir wiederum vorstellen. Und was wäre, wir sind ja Schöpfer, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, was wäre, wenn wir heute beschließen, dass die Ursache-Wirkungsresonanz, Karma genannt, jetzt endet? Was wäre, wenn genau diese Ursache-Wirkung, diese Leitgeschichte, ich dir, du mir, wenn das jetzt endet, wenn ich in einem allumfassenden Zustand der Liebe bin, mir passieren genauso Hoppalas. Warum? Weil wir eben auch in einer menschlichen Form stehen sind, weil wir eine Ich-Persönlichkeit haben, einen Verstand, den wir haben, der uns da manchmal Fehlinformationen liefert oder uns viele Denkschleifen bietet. Aber was wäre, wenn wir uns jetzt von dem Karma verabschieden würden und sagen, ich bleibe in dieser Liebe, im fünften Element. Ich bleibe mit allen Elementen in der Ausgerichtetheit und dann erschaffe ich nicht neues Leid. Und ein erwachtes Wesen kommt gar nicht auf die Idee, eine Waffe gegen ein anderes Wesen anzuheben oder dem Leid zuzufügen, weil ein erwachtes Wesen, ob Mann oder Frau oder Kind, weiß ganz genau und spürt, dass genau das, was wir einem anderen tun, das ist ja auch ein Teil von uns. Alles ist mit allem verbunden. Und irgendwann hören die Machtspiele auf, hören die Tragödien auf, das Drama hört auf, die Masken werden abgenommen. Bei manchen Leben ist es fast noch so wie im alten Griechenland vor Hunderten von Jahren. Da hat man ja in den Amphitheater mit einer Maske gespielt, um sozusagen, da hat es kein Dach gegeben, um den Göttern zu sagen, wir spielen jetzt die Dramen, die Dramaturgie mit den Masken durch, wir haben es verstanden. Ja? Daher gibt es in den Amphitheater kein Dach, weil sie wollten den Göttern zeigen, wir haben die Dramen verstanden. Spannend, ja, sehr gut. Waren weiter innerhalb der Dramen aber verankert. Ja? Und jetzt ist es aber an der Zeit, Maske ab, erkenne, wer du wahrlich bist, gehe in die Ausgerichtetheit, und dann wirst du nicht mehr Karma, Leid verursachen, sondern du bist dann wirklich ein Mensch, der sein Leben anführt, der sein Leben leitet. Du bist dir dann vollkommen bewusst, was du tust. Ursache, Wirkung, ganz genau. Und somit endet Kain und Abel, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann ist das Ganze vorbei. Das ist ja auch so ein altes Spiel mit dem Karma. Ja? Das bedeutet, alles hat Ursache, Wirkung. Viele trauen sich schon gar nicht mehr, irgendwas zu tun. Ja? Ursache-Prinzip, Resonanzprinzip. Aber wenn du ein Leben lebst, das wirklich jetzt schon zu einem hohen Maße in der Liebe schwingt, ja, bist du nicht mehr Verursacher von Dramen, bist nicht mehr beteiligt und kannst außen vor bleiben. Ja? Kain und Abel. Kain und Abel. Vor Kain und Abel gab es kein Übel. Kein Abel, kein Übel. Genau. Okay. Sehr gut, jawohl. Pass auf,
Eigentlich ist die Frage indirekt, wenn man jetzt mal zwischen den Zeilen liest, beantwortet worden. Aber ich stelle sie noch mal so abschließend zu unserem heutigen Interview in den Raum. Ja. Wie erkenne ich, was mein Seelenauftrag ist? Wie erkenne ich meinen Seelenplan, wenn ich mich in die Irre geführt fühle? Ja. Da richte ich mich gleich auf. Rechte Hand aufs Herz, linke Hand aufs Herz, Augen zu. Auf den höchsten Ebene des Lichtes. Ich bin. Und so bitte ich in meinem allumfassenden Sein, Seele, offenbare dich mir. Licht, offenbare dich mir. Plan meiner Seele, zeige dich mir. Danke, danke, danke. Dann gehst du in den Raum der Stille. Boah, ich krieg gerade Tränen, ey. Abgefahren. Oh. Das waren ein paar Sekunden. Ja. Wenn du deine wahre Kraft legst, brauchst du nur das zu tun. Und dann bist du ganz bei dir und es wird dir Antwort gegeben. Ja, es wird dir Antwort gegeben. Und das ist das, was wir tun können. Ja. Ich glaube, einen besseren Abschluss für das heutige Video hätten wir gar nicht machen können. Unmöglich. Eines möchte ich noch machen, Hans-Peter. Gerne. Im asiatischen Raum gibt es etwas, und das möchte ich jetzt für dich machen. Wie ich jetzt in einem buddhistischen Kloster war in Thailand, da gibt es sehr viele Lotterien und da wird auch sehr gerne gespielt. Und wenn jemand aus dem Dorf eine Lotteriegewinn hat, dann wird das natürlich in der Gemeinschaft gefeiert. Ja? Da wird gelacht, getanzt, gegessen, getrunken. Und das, was wir dann machen, das ist aus dem Alten, aus der Sprache Pali. Ja, das ist die alte Vorsanskrit noch, eine uralte Sprache. Und in Thailand, aber auch in vielen anderen asiatischen Ländern sagt man dann, wenn jemand etwas gut gemacht hat, und damit meine ich natürlich auch das Buch, das du auf den Markt gebracht hast, all deine Bücher und natürlich auch das Buch, das jetzt kommt und unsere Interviews, die du mit mir und allen führst. Und da sagen wir eines, ich freue mich mit dir, ich bin ganz stolz auf dich. Und das meine ich auch so von Seele zu Seele. Und dann sagt man im asiatischen Raum Satu, Satu, Satu. Und dieses Satu ist auf Bali dieses Segnen, das, was du geschafft hast. Darüber freue ich mich so sehr und ich segne dich. Dankeschön. Monika. Ich sage da jetzt nichts mehr zu. Ich lasse alles so stehen, wie es ist. Bedanke mich ganz von tiefstem Herzen für dein Interview heute. Es wird auch jetzt nicht unser letztes gewesen sein. Davon bin ich überzeugt, weil es sind schon sehr wertvolle Botschaften. Und seid gesegnet, ihr Lieben da draußen. Du auch. Und vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank. Alles Gute.